Wir sind im Stadtgebiet Frechen. Wir sind alarmiert worden zum Gebäudebrand Landwirtschaft. Und beim Eintreffen der Feuerwehr stand eine landwirtschaftliche Halle mit einer Größe von ca. 1000 Quadratmeter bereits im Vollbrand. Die Maßnahmen waren zuerst mal, die angrenzenden Gebäude zu räumen, da sich dort noch Menschen drin befanden, und eine Riegelstellung aufzubauen, dass angrenzende Bebauungen nicht ebenfalls in Brand gerieten. Die Feuerwehr ist insgesamt mit ca. 150 Kräften derzeitig noch vor Ort. Probleme hatten wir keine. Beim Eintreffen war sofort klar, dass das Brandobjekt nicht zu halten war. Somit haben wir uns auf die Menschenrettung sowie die Riegelstellung der angrenzenden Gebäude beschränkt. Die Löschwasserversorgung war von Anfang an gesichert. Dennoch haben wir zur Sicherstellung bei einer eventuellen Brandausbreitung einen Schlauchwagen extern alarmiert. Beim Eintreffen wurde festgestellt, dass die gesamte Dachfläche mit Photovoltaik ausgestattet war. Diese stürzten aber bereits teilweise ein. Für die Feuerwehr stellte diese aber keine Gefahr dar. In der Lagerhalle war unter anderem ein 4000 Liter Dieseltank gelagert, sowie Traktorreifen und zwei Gabelstapler sowie 20 Gasflaschen. Die Halle besteht aus Trapezblechbau und hält den Wasserstrahl ab. Wir brauchen jetzt einen Bagger, der die Bleche entfernt, um an das letzte Brandgut zu kommen, dass wir das auch noch ablöschen können.